Eine effektive Beschattung verhindert, dass sich Wohnräume bei strahlendem Sonnenschein zu stark aufheizen. Was bleibt, ist ein wohltemperierter Rückzugsort in den warmen Sommermonaten. In der heißen Phase des Sommers wird es in manchen Häusern oft unangenehm warm. Vor allem in modernen Gebauten, die nach Süden oder Westen ausgerichtet sind und große Glasflächen aufweisen. Diese Flächen sind meist ungeschützt einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Das bewirkt einen Aufheizeffekt wie im Gewächshaus. Die Wärme gelangt hinein, kann aber nicht entweichen. Eine effiziente Lösung sind außenliegende Jalousien, auch Raffstores genannt. Dank der verstellbaren Lamellen kann der Lichteinfall je nach Tageszeit individuell reguliert werden. Ein großer Vorteil gegenüber Rollos. Ein Faltrollo oder Plissé genannt, wird von innen an den Fensterrahmen angebracht. Diese Variante ist günstiger, jedoch nicht so effizient wie Raffstores. Für Balkone und Terrassen eignen sich Markisen oder Sonnensegel. Dachvorsprünge und Auskargungen schützen ebenso vor einer zu starken Sonneneinstrahlung. Lassen Sie die Wärme durch einen wirksamen Sonnenschutz erst gar nicht ins Haus. Das ist immer effektiver, als die erhitzten Innenräume aufwendig herunterzukühlen.